So, und da kommt der Name Rummelsberg. Ja, ich habe das also ein bisschen abgewandelt. Und es gibt den Rammelsberg. Der Rammelsberg ist ein alter Erzbaubetrieb, Erzbergbaubetrieb oder Erzberg. Ist ein Berg, wo Erz gefördert wurde, sagen wir mal so. So, das ist sehr dunkel hier. Machen wir wieder ein bisschen heller. So. Und der ist in Goslar. In Goslar habe ich auch mal gewohnt. Ist schon ein bisschen hier. Nee, machen das mal so. Ja, so ist besser. In Goslar habe ich auch schon mal gewohnt. Das war zu der Zeit, als mein Vater beim Zoll beschäftigt war. Der Zoll, das waren Landesbeamten. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Früher war das so auf jeden Fall. Kann sein, dass das heute anders ist. Ich weiß es nicht. Und der wurde immer versetzt. So bin ich also in Hildesheim geboren. Wurde dann mit 3 Jahren umgezogen nach Goslar. Goslar, das ist eine sehr schöne mittelalterliche Stadt am Harz. Und da gibt es auch den Rummelsberg. Rammelsberg, mein Gott. Bin jetzt also völlig durcheinander hier schon. Den Rammelsberg. Und dieser Rammelsberg, da wurde also früher Erz abgebaut, alles Mögliche, was ihr euch denken könnt. Gold, Silber, was es sonst noch so an Edelsteinen gibt. Der Harz scheint da relativ reich an diesem Zeugs zu sein. So, da haben wir ein Licht. Hier machen wir nochmal. So, da kommt dann wieder der Glowstone rein. Sollte eigentlich hell genug sein, dass hier nichts spawnt. Hier wird ja sowieso nichts spawnen. Auf den Gleisen soll hier angeblich nichts spawnen. So, jetzt sind wir hier fertig. Stimmt's? So. Das sieht soweit gut aus. Auch das sieht soweit gut aus. Auch das sieht soweit gut aus. Das sieht noch nicht so gut aus. Aber ich glaube, ja, hier könnte man auch mal was machen. Im Moment nicht, aber hier so den wie heißt es? Das Tunnelportal. Haben wir irgendwo Monster? Hier war so, als hätte ich da was gehört. Dieses Gebäude ist also der Rummelsburg nachempfunden. Aus dem Comic da, wo ich gerade von gesprochen habe. So, jetzt haben wir eigentlich im Prinzip alles. Ah. Ja, den Boden haben wir noch nicht. So, dann wird das schön rot-weiß, ja. Das Rote kommt ja von dem Rote ist ja der Redstone, denn dieser Redstone-Block dient ja sozusagen als Verstärker. Also
als Triggerer hier für den Triggerer, oh, ein schönes Wort. Also der sorgt ja dafür, dass hier Power auf den Power-Schienen drauf ist. Hier fehlt noch einer. Da hätten wir jetzt, glaube ich, gar nichts gebraucht mehr, aber das ist ja egal. Hier ist noch eine Schiene und die lag eigentlich da, siehst du. Ups. Also das sind richtige Mordinstrumente hier, diese. Diese Eisendinger, diese Diamantdinger hier. So, jetzt passt es. Jetzt wollen wir erstmal testen, wie sich das anfühlt, hier zu fahren. Die Weiche stimmt. Die Weiche stimmt. So, ich darf. Ja, da kommt natürlich Glowstone rein. So, wunderbar. Alles klar, dann geht's gleich wieder zurück. Alles klar, habe ich gesagt, dann geht's gleich wieder zurück. So. Habe ich da eben eine Tür offen gesehen? Oh Mann. So, wunderbar. Sehr schön. Huch. So spawne ich hier in der. Ha! Nee, dann halten wir doch mal lieber. Hier. Da kann mir das nicht passieren. Wieso spawne ich im Technikraum? Okay, damit hätten wir das hier fertig. Wie gesagt, der Raum kommt später mal dran. Hier geht es ja auch schon richtig weiter. Bis da hinten hin. Okay, da brauche ich erstmal nichts machen. Der nächste Tunnel, der fällig wäre. Und das ist aber dann richtig. Dieser Tunnel hier, so, ich habe gerade gesehen, ich habe die anderen alle so ein bisschen anders gemacht. Gehen wir erstmal gucken, wo die Sonne ist. Und dann sehe ich, ob ich gleich anfange mit dem Tunnel oder erstmal, war ja gerade noch Mittag gewesen. Naja, so, da kann ich ja mal hier schauen, was ich noch für Themen habe. Und erstmal so ein bisschen was thematisch erzählen. So, Lukas Salzer sagte, schönes Video, aber könntest du mal ein Krankenhaus, immer aber. Schönes Video, aber es bleibt auch ein schönes Video. Selbst wenn ich das noch nicht gebaut habe, was ich da bauen soll. Könntest du mal ein Krankenhaus bauen? Fragte Lukas Salzer. Ja, gut, das ist von mir geplant, steht aber nicht auf. Ah. Krankenhaus. Das hatte ich sowieso schon. Ich habe es noch nicht aufgeschrieben. Sowieso schon geplant, nämlich weil ich ja Anfang des Jahres im Krankenhaus war, da habe ich mir im Krankenhaus sogar einen Plan aufgemalt, wie denn das Krankenhaus so aufgebaut ist oder die Zimmer. Und habe ich mir gedacht, das könnten wir doch eigentlich schön auch im Let's Play Minecraft hier bringen, also ein Krankenhaus bauen, und das mache ich auch noch. Retzkinos hat etwas gesagt, dass ich ja auch die Hühner in der Farm mit Weizensamen züchten kann und nicht mit Weizen. Ich habe dann immer gedacht, Weizen, ne, mit den Weizenkörnern. Und das ist natürlich unheimlich effektiv, ja, denn
Das geht ja ratzfatz. Weil wenn ich da Eier reinschmeiße, dann werden ja... Ja, jedes achte Ei oder wie viel... Bringt da was? Das ist ja nicht jedes Ei. Und dann fragte mich noch, wie heißt er? Linus Schneider fragte mich, denkst du, du wirst mehr als 1000 Folgen machen? Ja, sicher. Das habe ich mir auf jeden Fall als Ziel gesetzt und das nächste Ziel wäre ja dann Gronkh zu überholen und mein Gott, geht die Sonne jetzt schnell unter da. Gut, ich komme dann darauf, nachher zu sprechen. Bis gleich.